Da war der Panoramaleiter Eugen Kogon. Und das war mein Anfang, wo ich vorher in Mannheim gewesen bin und Leacock, Pennebaker und Maisels kennengelernt habe mit ihren ersten Filmen. Primary, The Chair, Eddie Sachs. Und dann kam ich zurück und war so begeistert und habe das dann versucht, den Leuten, den Großkopfeten im NDR beizubringen, dass ich das gerne machen würde. Vor allem unserem Redaktionsleiter, und das war Eugen Kogon. Ja. Und Kogon hörte durchaus zu, aber fand keinen richtigen Platz und sagte mir letztendlich, Wildenhahn, passen Sie mal auf, gehen Sie auf den Parteitag. Also es ist eigentlich ein dröges Thema, machen aber nicht einen politischen Film, also über wer gewählt wird zu sehr und was beabsichtigt ist und was bei rausgekommen ist, sondern machen einfach Beobachtungen auf dem Parteitag. Und darauf habe ich diese drei Parteitagsfilme gemacht. Und bei dem SPD-Parteitag, das war der letzte, glaube ich, habe ich einen kurzen Film gemacht, der auch im Panorama gesendet wurde. Alle wurden gesendet im Panorama. Ja. Und habe außerdem aber einen etwas längeren Film gemacht, wie einen Kurzfilm, der über 10 Minuten war. Und für den langen war kein richtiger Platz. Und dann habe ich zu Kogon gesagt, weil das war meine Schule, Oberhausen und Mannheim, diese Filmtage, ob ich den Film als Kurzfilm anmelden könnte in Oberhausen. Und Kogon sagte ja. Und darauf habe ich ihn eingereicht. Und dann habe ich einen Rückbrief bekommen von Oberhausen, wo sie mir ein Riesenkompliment machten und sagten, dass es äußerst selten ist, dass man einen deutschen Film dieser Art bekommen würde, und sie würden ihn sehr gerne zeigen. Und daraufhin hat Fest, der Hauptabteilungsleiter war, gesagt, nein, das geht nicht. Und hat den Film zurückgezogen oder zurückziehen lassen. Ja. Weil er sagte, das hängt irgendwie mit einer Argumentation zusammen, was ein Sender kann und was es nicht kann. Und dass es vielleicht eine Beeinflussung wäre, parteipolitischer Art, irgend so etwas Ähnliches. Hallo. Und kurz und klein, und dann wurde er nicht gezeigt. Und ich habe mich damals natürlich richtig geärgert, weil es so eine Möglichkeit gewesen wäre, eine gewisse Aufmerksamkeit zu bekommen, von der ich mir dann erhoffte, dass ich weitermachen könnte. Aber das hat dann immerhin dazu geführt, dass im Sender selber der Fernsehspielchef Egon Monk aufmerksam wurde und mich aufnahm in sein Programm zur Ausbildung von Fernsehspielregisseuren. Der wollte aus mir einen richtigen Fernsehspielmenschen machen. Dann wurde ich aufgenommen in die Fernsehspielabteilung, sagte aber zu Monk, ich würde gerne Dokumentarfilme machen, ich hätte kein Interesse am Spiel. Und dann, ich meine, das ist jetzt eine lange Geschichte, gab er mich in die Musikredaktion, die unter seiner Ägide stand. Hans-Jörg Pauli. Hans-Jörg Pauli, ein wunderbarer Redakteur, ein Schweizer. Und der war sehr beglückt, dass er an mir jemanden fand, der was ausprobieren wollte mit diesem Cinema Direkt. Und dann schickte er mich als erstes nach Bayreuth. Daraus entstand Bayreuther Proben. Als zweites zu John Cage, der mit Cunningham eine Europatournee machte. Und das waren sehr schöne Musikfilme, die da entstanden. Bayreuther Proben und John Cage. Und ich bat dann nachher noch einen Cunningham-Film zu machen über Merce Cunningham in New York. Und konnte ich auch machen. Und als Monk diese Filme sah, hat er mich aufgenommen und gesagt, gut, ich könne einmal im Jahr einen Dokumentarfilm als Fernsehspiel abliefern. Und ich musste auf der einen Seite natürlich auch, was normal war, in der Arbeit teilhaben und über Sachen sprechen und über Themen sprechen und wie man was macht. Und ich hatte ja nun bei Panorama auch lange Zeit Realisation für Journalisten gemacht. Also ich konnte auch mitreden in dem normalen Ding, Themenauswahl, wie man sich verhält und so weiter. Und dabei brachte ich dann peu à peu immer wieder das ein, was mir am Herzen lag, und traf natürlich auch auf die Leute, die mich dann letztendlich, wenn sie nett waren, als Spinner
bezeichneten. Aber es war freundschaftlich gemeint. Auch unter Kollegen war ich so ein bisschen, naja, der Spinner. Und bei den Kameraleuten war es auch nicht ganz einfach, weil die Abteilung Kamera war ja ein ganz wichtiges Ding im Sender, logischerweise. Und dann habe ich damals aus Mannheim in irgendeiner Form die Filme von Leacock und Pennebaker und Maisels angeschleppt oder kommen lassen. Das machten die damals. Und dann haben wir eine Vorführung dieser Filme gemacht. Wie gesagt, Eddie Sex ist der Rennfahrerfilm. The Chair ist ein Film über einen Schwarzen, der zum Tode verurteilt ist und wie der Anwalt versucht, ihn rauszuholen, was ihm gelingt. Und besonders Primary, die Vorwahl von Kennedy und Humphrey. Das war sehr, die waren sehr berühmt. Also vor allem Primary war ein sehr bekannter Film, wurde. Kurz und klein, diese Filme führte ich vor, schaffte das, dass sie kamen, wurden vorgeführt, vor allem in der Abteilung Kamera auch. Und das erregte bei den Kameraleuten natürlich wüste Debatten. Die waren ja alle persönlich betroffen. Und wenn sie sich auskennen, dann wissen sie, wie die Kamera bei diesen Filmen aussieht. Also alles von der Schulter gedreht, 16 mm damals natürlich. Und die Gummilinse, also den Zoom benutzend. Und wenn man nicht näher rankam, einfach mit laufender Kamera gehen in die Ecken und so weiter. Also vom Bild her alles, was so ein normaler Fernsehkameramann gelernt hat, eine Kamera ruhig halten, vom Stativ drehen, gute Lichtverhältnisse, wurde da über den Haufen geworfen. Auch wenn es knapp das mit dem Licht war, das nur noch sozusagen über Schemen etwas erkennbar wurde gedreht oder dass man sich so drehte, dass wenn meinetwegen gerade noch eine Funzel oder eine Birne im Hintergrund war, die nie ausreichte, dann so auf das Gesicht zu gehen, also so ihn zu umrunden, dass gerade noch eine Silhouette erkennbar wurde und dabei den Ton aber immer aufrecht zu halten. Also wie ich fand, wunderbare, spannende Filme, aber das war natürlich eine Erregung unter den Kameraleuten, das weiß ich nur noch dunkel. Und löste die heftigsten Debatten aus, weil es gegen ihre ganze Ausbildung sprach. Gleichzeitig aber erkannten sie natürlich, was für Möglichkeiten das ein Bildmacher bietet. Weil da kann kein Regisseur dann sagen, hör mal her, mach jetzt eine Großaufnahme, geh ran, geh auf die. Das geht nicht. Sondern der Kameramann ist in dem Fall in den Sequenzen selbstständig. Und naja, ich will nur sagen, und das war sozusagen der Auslöser, und da gab es nur ganz wenige Kameraleute, die bereit waren, auf das einzugehen, mit mir solche Filme zu machen. Und der erste war, wie gesagt, Rudi Köresi, mit denen ich die Parteitagsfilme machte. Ich habe immer mit Leuten gearbeitet, mit denen es ging. Und die wussten auch, ich meine, ich habe Tuchtenhagen, Köresi und Joost auch die Kamera überlassen. Also die Bild, da habe ich mich nie eingemischt. Also insofern war ich auch kein Regisseur in dem Sinne, dass ich gesagt habe, mach so oder so, das ging gar nicht. Also ich war verantwortlich für welche Sequenz benutzt wird, was gedreht wird. Wo war der Anfang, wo ist das Ende? Weil man musste ja damals mit 10 Minuten rechnen. Nicht die Kassetten waren 10 Minuten. Und eine Kassette damals zu entwickeln, bis zum ersten Rohfilm, bis zur ersten Arbeitskopie, kostete, weiß ich bis heute, 300 Mark. 10 Minuten, 300 Mark bis zur ersten Kopie. Das heißt, man hatte immer im Kopf, dass das eine teure Sache ist. Ich war festes Mitglied, wie gesagt, bei Panorama, nachher Fernsehspiel und dann von da im dritten Programm in einer Redaktion, die sich irgendwie so und so Kultur und Religion nannte. Der Vorteil ist, dass man überhaupt über das Geld nicht mehr nachdenkt. Du kriegst dein Gehalt. Es hängt nicht davon ab, ob du den Film verkaufst oder nicht verkaufst. Und du hast sozusagen, du denkst über das Geld gar nicht mehr nach. Sondern du weißt, es kommt monatlich an. Wie gesagt, am Anfang verdiente ich nicht viel. Aber ich habe nicht drüber nachgedacht. Und in dem Augenblick, wo man frei ist, muss man, ich glaube, es geht gar nicht anders,
darüber nachdenken, ob man das Ding verkaufen kann. Das hilft ja alles nicht. Und das fand ich einen Riesenvorteil obendrein natürlich, dass man das Material, also die Kamera und so weiter, kriegte man vom Sender nicht. Und dann hat sich auch etwas etabliert wie unter Kollegen, also dass du, auch wenn ich natürlich immer in der Minderheit war, wie ich am Anfang sagte, auch von manchen freundschaftlich als Spinner eingestuft wurde, hatte ich die Leute, mit denen ich arbeiten konnte und wollte, die waren da. Der Kürsi war da, der Joost war in Hannover, beim NDR Hannover. Gisela war eine Freie, die habe ich mich mit ihr befreundet an der DFFB, habe sie mitgenommen und dann haben wir uns zusammengetan. Aber ich konnte sie durchsetzen, es war kein Problem. Und ich musste, das war mir wurscht, wie viel ich zusätzlich bekommen konnte oder nicht. Das habe ich nie überlegt. Und ich finde, das ist eine große Befreiung, gemessen an den Freien, die ich damals kennenlernte. Zu meiner Zeit, also besonders als ich anfing, war eine feste Anstellung ganz unüblich. Die meisten wollten frei sein, weil sie sehr viel mehr verdienten. Und dann kannte ich auch vom NDR her einen Kollegen, der zum WDR gegangen ist. Und und habe gefragt, ob es möglich wäre, dass ich eine Zeit lang zum WDR komme. Und dann hat er mit dem dortigen, ich weiß jetzt nicht mehr, Programmdirektor geredet und was möglich war, dass ich zum Hörfunk gehen konnte und eine Stelle bekam. Für ein Jahr. Und darauf bin ich ein Jahr zum WDR. Ich habe die NDR-Stelle, ich habe mich nur beurlauben lassen und bin dann ein Jahr erstmal zum Hörfunk im WDR gegangen. Und dann gefiel es mir in Köln eigentlich gut und das ganze Umfeld da. Und dann bin ich in Köln wohnen geblieben und bin, glaube ich, nach einem Jahr wieder in meinen Vertrag zurück beim NDR. Habe aber dann selbstständig mir lauter Themen ausgesucht, die im Ruhrgebiet lagen. Der Arbeiterdichter und Bandonion und so weiter. Da war ich dann aber inzwischen auch schon beim dritten Programm gelandet, weil die Leute mir nahelegten, also beziehungsweise Meixner, und ich merkte, das ging nicht mehr weiter. Ne? Genau weiß ich die Argumentation nicht mehr. Also ich weiß nur, es ging darum, dass Meixner zunehmend auch andere Dokumentaristen, die aber sehr viel fiktiver arbeiteten, in seinem Programm aufnahm. Es gab einen Max Helmut Rehbein, ein sehr renommierter Redakteur und Macher, und der machte Filme auch mit einem Kamerateam oft in New York. Er hat eine New Yorker Trilogie gemacht, einmal in Harlem und einmal mit einem Marathonläufer, weiß ich aber die Titel nicht mehr. Und die entsprachen vielmehr einem dramaturgischen Konzept, also wie ein Spielfilm eigentlich abläuft, nur dass er es mit realen Personen machte. Und den hat Meixner sehr gefördert. Und ich glaube, er wollte den Platz, den ich da einnahm, ganz gerne anders besetzen. Und ich weiß jetzt nicht mehr die Unterhaltung, aber er hatte auch einen jungen Mann, der sein Assi war, und den hat er wohl geimpft und der redete mit mir auch. Und dann gab es parallel dazu im dritten Programm bei der Redaktion, wo ich dann letztendlich landete. Die von Horst Königstein. Von Horst Königstein. Die Redaktion. Und Horst redete mit mir. Horst mochte mich. Horst mochte die Produkte. Es gab hervorragende Redakteure im NDR.
Wie ich überhaupt meine, dass der NDR zu der Zeit, wo ich da war, experimentell war, Sachen riskiert hat, nicht durchgehen, aber es gab solche Leute. Und ich bilde mir ein, dass wir avantgardistischer waren damals im Fernsehen, als es der neue deutsche Film war. So, wie ich ja überhaupt meine, dass mit dieser Methode, dem Direct Cinema, es ganz wunderbar ist, man sieht natürlich die Zeit, in der er entstanden ist, und gleichzeitig fühlt man irgendwie eine Art von Gegenwart. Also man kann sich das sozusagen vorstellen, beides korrespondiert miteinander. Dass die Entstehungszeit, die davorliegende Zeit, die also evoziert wird, und das heute, so kommt mir das vor. Die Probenarbeit, dass wir immer versucht haben, wie etwas entsteht, die Arbeit dahin, der Weg dahin, das geht durch alle Filme, die wir gemacht haben, die ich nachher auch mit anderen Kollegen gemacht habe, durch. Und es gibt eben die ganz deutlichen Industriearbeitsfilme, Auseinandersetzungen mit Gewerkschaft und weiterhin auch Filme aus der Welt der Kunst, wie etwas entsteht. Also Welt der Kunst, meistens sind es dann irgendwelche Sachen, die Musik oder mit Tanz zu tun haben. Das ist Dokumentarfilm. Und ich möchte auch sagen, man kann für einen Dokumentarfilm nicht vorher ein Manuskript schreiben. Ja. Das geht nicht. Du kannst nicht vorher schreiben, wie ein Dokumentarfilm ausgeht. Denn du arbeitest dran und das kann ganz anders sein. Das kann, die Welt kann untergehen oder es kann ein Hurrikan entstehen oder was immer. Im Dokumentarfilm kannst du vorher nicht sagen, das ist das Ende und das liefern wir ab, könnt ihr uns das genehmigen. Und das war zu der Zeit in den 60er Jahren, dass der NDR und so weiter uns wirklich losschickte und sagte, mach doch jetzt einen Film. Ich habe das auch mit anderen Kollegen, mit Eberhard Fechner zum Beispiel gemacht. Da haben die gesagt, ein Jahr könnt ihr jetzt loslegen, fahrt weg und holt ein Klassenfoto zusammen, was nach dem Krieg entstanden ist und wo sind die Leute, was machen sie, was ist mit denen passiert und so weiter. Das gibt es, glaube ich, heute nicht mehr. Da gab es kein Manuskript, ja, wo gehen wir hin? Das wird sich erst zeigen, wenn der Film zu Ende ist. Und das muss sein, dass sowas muss man machen können. So sagen wir es. Würde ich auch mal dazu sagen zu den Schwierigkeiten, was den Leuten heute nicht mehr bewusst ist, wir haben mit 16mm Film gedreht und in meiner dunklen, und das waren 120 Meter Rollen, grob gesagt 10 Minuten in einer Kassette, also vorher mussten immer, zum Schluss hatten wir 5 Kassetten immer mit, die eingelegt waren, damit man wechseln konnte oben auf der Kamera, also 11 Minuten so ungefähr, die man dann hatte. Das heißt aber, man musste sein Material einteilen. Also ich hatte das Privileg, nachher am NDR zu beantragen an Material bis zu, also 1 zu 15 ungefähr, so bis zu vielleicht 20 bis 25 Stunden Material. Damit ist man rausgegangen und hat dann Wochen gedreht. Also lange Zeit, wenn es eine lange Zeit war, wie bei In der Fremde, waren es ungefähr 2 Monate. Jetzt muss man mal umrechnen, wenn man 25 Stunden Material hat, grob gerechnet, die man auf 2 Monate verteilt, wie viel da für einen Tag übrig bleibt. Das ist nicht sehr viel. Und eine Kassette, also die 10 Minuten, ist in meiner Erinnerung, kostete bis zur ersten Arbeitskopie 300 Mark, ungefähr. Das heißt, das war Material, was also man bezahlen musste in seiner Produktion. Das heißt also, man musste immer im Kopf haben, was heute nicht mehr in der Form notwendig ist. Wie drehe ich und wann drehe ich? Das ist ja unglaublich wichtig, wenn man nicht also die Sachen arrangiert, wenn man einen Tagesablauf, einen Arbeitsablauf verfolgt, dass man sagt, so, jetzt drehe und jetzt hör wieder auf und jetzt drehe und jetzt hör wieder auf, weil man immer wusste, die 10 Minuten gehen durch, dann hast du noch 4 Kassetten, hast du noch 2 Kassetten. Wie teilst du dir dein Material ein? Das spielt alles eine Riesenrolle und ich glaube, dass unsere Konzentration in der Beobachtung in den Stunden sehr stark vorhanden war,
weil man nicht einfach drauf losdrehen konnte und sagen, man sieht sich das hinterher an, das wird schon alles klappen. Nee, sondern dass man ganz bewusst, jetzt drehst du mal anderthalb, zwei Minuten, vielleicht mal fünf Minuten, und dass man dann sehr genau aufpasste und, wie ich glaube, förderte das wirklich die Konzentration ungeheuerlich beim Team, ja, wie man etwas macht. Und das spielte eine Rolle. Und wann dreht man und wann dreht man nicht? Ich glaube, wir hatten immer verabredet, weil wir nicht Klappe schlug und Ähnliches, um nicht darauf aufmerksam zu machen, dass sie mir vorgeschlagen haben, die beiden, ich sollte, weil ich eine Taschenuhr hatte, zu einer gewissen Zeit die Taschenuhr rausziehen, heißt jetzt drehen. Und wenn ich sie wieder wegsteckte, jetzt aufhören. So ungefähr, nicht? Also mit diesen kleinen Zeichen, wenn man sich nicht so anders verständigen konnte. Also ich bringe das jetzt nur ein, um doch noch etwas darüber zu sagen, wie unterschiedlich vielleicht die Drehsituationen gemessen an heute sind, waren, weil heute mit diesen kleinen Kassetten oder den Chips oder sowas Ähnliches ist das kein Vergleich mehr. Ja, ich möchte das auch nochmal ausdrücken, das war für mich auch ein wunderbares Erlebnis. Das ist eine Gruppe in Wilhelmsburg, eine Stadtteilgruppe, die, wenn ich das richtig verstanden habe, im Sommer auch Vorführungen im Freien macht, mit Spielfilmen. Und plötzlich sind sie also aufgetaucht, waren bei Rasmus zuerst und fragten nach den Dokumentarfilmen. Und das haben wir gemacht und das haben sie arrangiert in Wilhelmsburg ein paar Mal und dann vor allem auch in St. Pauli, weil ich eine ganze Menge Filme in St. Pauli aufgemacht habe. Und das haben wir gemacht, die Kneipen waren voll, also auch die Hinterstuben. Die Leute haben sich die Filme angesehen und das ist, muss ich wirklich sagen, so in meinem Alter, im Sonnenuntergang meines Lebens, sehr schön gewesen, für mich nochmal. Ein richtiges Geschenk für einen alten Mann, wo seine Arbeit nochmal in irgendeiner Form gewürdigt wird. Vor dem Film, vor dem eigentlichen, also bevor man angefangen hat, mit den Menschen überhaupt ins Gespräch zu kommen, stand ja die Recherche. Wie die Themenfindung, wie hat sich das bei Ihnen gestaltet? Wir haben über Themen, die Sie dargestellt, die Sie porträtiert haben, über Menschen schon gesprochen, aber die Themenfindung, wie ist die erfolgt? Ich glaube eher unsystematisch, weil ich glaube nicht, dass ich jetzt so gesucht habe unter dem Thema abhängige Arbeit oder sowas Ähnliches, sondern dass mich, ich kann es leider nicht genau mehr sagen, mich irgendetwas getroffen hat und ich dann dachte, das ist es. Also irgendwie so. Und dann bin ich hin
Es passte dann meistens in irgendeinen Bereich hinein. Es klingt immer so, als ob wir nun gezielt irgendwas aufdecken wollten. Und das ist nicht so. Das kann ich auch offensichtlich schwer begreifbar machen. Sondern die Sachen, die dann deutlich werden, die entstehen nebenbei. Aber das ursprüngliche Interesse ist, mit den Leuten mitzugehen, die wir mögen. Also die wir interessant finden aus irgendeinem Grund. Und das war in dem Falle der Schöne. Ja. Und wie das ist, wenn er in einer Situation ist, wenn es zu Ende geht, wenn etwas aufgegeben wird, dass er natürlich nachher irgendwas weitermacht in der dritten Welt oder so, das lag ja damals alles nicht so an, sondern es ist einfach so auch ein Abschied nehmen von etwas, was er gerne gemacht hat. Und wie ist das mit einem Menschen, wenn er aufhört? Und dann, wenn man dann richtig aufpasst, dann entstehen diese Effekte, wo Sie sich dann theoretisch dran festmachen und dann fragen Sie so dogmatisch, als das alles beabsichtigt war, einen analytischen Film zu machen. Wir wollten keinen analytischen Film machen. Ich bin kein Analytiker, überhaupt nicht. Mich interessiert was ganz anderes, ich bin was auch immer. Aber das Schöne ist, dass natürlich so und so viel, das ist ja wie bei Gedichten, das schwingen noch ganz plötzlich, schwingen ganz andere Sachen mit als das eigentliche Thema, was einen zu dem Gedicht angeregt hat. Ne? Ich kann das nicht anders erklären. Meistens begreift man das nicht, weil Sie und so Ihre Kollegen alle so im Kopf ausgerichtet sind, dass da muss doch ein Plan sein, ursprünglich so, und dann wird das so abgehakt und das müsste eigentlich doch, und so, aber so ist es nicht, es tut mir leid. Also bei mir war es nicht so. Das war zum Beispiel auch etwas, was wir immer befolgt haben, also kein Perspektivwechsel, sondern der Mensch, der die Kamera gemacht hat, also entweder Joos oder Kürsi oder Tuchtenhagen, die haben versucht, einen Platz zu finden, von dem sie aus das Feld bestreichen konnten und blieben da. Also nicht immer hin und her, wobei natürlich damals, ich habe das Mikro gehalten, ich habe den Ton gemacht. Und mit dem Ton musste ja sich bewegen, weil da irgendwie nicht so, ich habe es immer mit einem Richtmikrofon gemacht. Aber wir haben auch immer versucht, sozusagen als technisches Team nicht uns in den Mittelpunkt zu stellen. Nicht unbemerkt zu sein, aber sozusagen an einem Platz und von dem Platz her es zu machen. Wenn man 2 Monate mit denen zusammen ist, dann kriegen sie natürlich den Prozess mit. Und merken auch, die haben dann auch ein gewisses Interesse vielleicht an dir und wie es läuft. Das kann ich aber nicht, das kann ich nicht rekapitulieren, das weiß ich nicht mehr. Im Grunde genommen nicht, weil man auch nicht so versuchte, darauf eine große Aufmerksamkeit zu lenken. Also wenn eine Kassette gewechselt wurde, dann blieb ich mit meinem Mikro ja stehen und hörte weiter zu und fragte auch weiter. Ich sagte nicht, Augenblick, wir müssen mal, das machte ich nicht. Sondern dann ging nur der Kameramensch auf die Seite, wechselte die Kassette und ich blieb mit meinem, das war ein Richtmikrofon, das ich meistens so unter der Achsel hatte. Ich hatte auch nie Kopfhörer auf, weil ich das blöde fand, sondern ich musste auch auf gut Glück sehen, guckte ab und zu auf den Regler, klappt es, also ungefähr, wird schon hinhauen. Die Funktion der teilnehmenden Beobachtung ist es ja aber doch auch, dem Gegenüber, dem Gefilmten nicht zu verschweigen, dass die Kamera da ist auf der anderen Seite. Ja. Also auch ihm zu signalisieren, wir sind da, wir beobachten. Naja, es ist ja ganz offensichtlich, wenn die Frau oder der Mann da steht und dann natürlich noch mit der Kamera, die hier auf der Schulter war, eine 16 mm, entweder eine Arri oder die Eclair, die französische Kamera. Das war ja und nie runternahm, nicht? Das war ja, wir waren immer sozusagen in unserer Haltung, in Bereitschaft. Ich hatte immer das Mikro eingeklemmt unter einer Armbeuge so und die Kamera war immer auf der Schulter. Gucken, so. Wir waren die Beobachter, aber mit technischem Gerät, nicht? Also wir waren die Zuhörer, aber mit technischem Gerät. Und das über Stunden natürlich. Wie also, ist das denn technisch eigentlich? Man nahm die Kassetten aus dem Apparat dann heraus und kennt ihr gar nicht mehr, ne? Werdet ihr nicht mehr ausgebildet an 16mm Film? Ich weiß davon nichts. Ja, klar, also ein 16mm Film legt man ein in eine Kassette, also man nimmt es aus der Dose raus, man geht in den Dunkelsack mit dem ganzen Ding, nicht? Dann wird es aus der Dose rausgenommen und in die Kassette eingelegt.
Und dann hat man eine Kassette und da guckt unten eine kleine Schleife raus. Und diese Kassette setzt du auf die Kamera und die Schleife wird eingefädelt. Vorne kurz in so einem, an einer Laufschiene vor der Linse. Das heißt also, man hat 10 Minuten und wenn es zu Ende war, musste die, auf jeden Fall die Kassette gewechselt werden. Und um überhaupt erst ein bisschen, also man begann einen Drehtag. Und dann hatte man, also wir hatten nachher ungefähr 5 Kassetten mit, das heißt 50 Minuten. Ne? Die eingelegt waren, 5 Kassetten, also eine Kassette auf der Kamera und 4 zum Wechseln. Was ja unglaublich wenig ist. Ne? Im Grunde, nicht? Also gemessen an dem, wie ihr heute dreht, das würde nicht gehen. Nicht? Und wenn die 50 Minuten verbraucht waren, dann musste der Kameramann oder die Kamerafrau auf die Seite gehen, alles auslegen und wieder neu einlegen. Das sind Prozesse natürlich. Ja, und das sind alles Sachen, die du also verantwortlich für den Ablauf mit bedenkst. Das hast du immer die ganze Zeit sowieso im Hinterkopf. Also wenn du anfängst mit einer frischen Kassette und du weißt jetzt habe ich 10 Minuten, wann drehe ich? Und dann bei der Methode, von der ich ja nur versuche, sie die ganze Zeit zu erklären, spontan und den Zufällen überlassen, sich nicht aufdringen. Und du irgendwelche Sachen verfolgst du. Also meinetwegen, wie ihr jetzt hier so ein Gespräch. Wenn das jetzt nicht absichtlich wäre, sondern wir würden uns so unterhalten, weiß der Teufel über irgendwas. Und man weiß nicht, wo läuft dieses Gespräch hin. Ich will aber etwas ganz Bestimmtes, weil ich den Leuten, ich mache den Film aufgrund eines bestimmten Themas, was mich interessiert. Aber natürlich redet man die ganze Zeit und redet dieses und jenes, wie der Alltag ist und was. Und dann muss man merken, an einem Punkt setzt das ein, was interessant werden könnte hinterher. Und dann tippst du den Kameramann an, jetzt. Weißt aber, du hast 10 Minuten nur. Du merkst, es geht und die Unterhaltung windet sich und ist doch nicht so, sagst du wieder, weg. Dann geht's weiter und so. Und wenn du Glück hast, dann kriegst du da gerade in den 10 Minuten vielleicht so ein Stück von dem, das sich als herausstellt, dass es so typisch ist für die Situation, die du gerne möchtest, dass du das nachher in den Schnitt nehmen kannst. Pech ist, wenn es sich gerade entwickelt und du bist am Ende der 10 Minuten. Dann machst du ja nicht Halt. Bitte, können Sie einen Augenblick warten mit der Unterhaltung? War die Versuchung nie da? Das habe ich völlig weil ich wusste, Entschuldigung, das geht nicht. Das wusste ich einfach nicht. Das hatte ich auch von den Amis gesagt, das macht man nicht. Man unterbricht nicht, diese Prozesse darf man nicht unterbrechen. Das liegt an dir, dann ist Pech. Und bis dann die zweite Kassette aufgesetzt war, war es schon weitergegangen. Dann stehst du natürlich hinterher beim Schnitt, wie konstruierst du deinen Film dann? Aber das macht für mich, hat das immer die Sache spannend gemacht. Das war das ganz entscheidende Erlebnis, einen Dokumentarfilm zu drehen in dieser Methode, dass du selbst als Filmmacher keine Sicherheit hattest. Du warst ausgesetzt diesen Zufällen. Du musstest selber so agieren, wie es im Leben funktioniert, nicht? Also hast du Glück, hast du kein Glück? Bist du aufmerksam genug? Oder bist du gerade stehenden Fußes mehr oder weniger eingepennt, weil es dich nicht interessierte? Und trotzdem passiert es. So. Also ich weiß nicht, ob ich mich deutlich genug ausdrücke. Das fand ich das einmalige an dieser Methode des Filmmachens.